und herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Dieses Mal kein Live-Video, sondern ihr seht ein wunderschönes kleines Gameplay von mir von Black Ops 4, das aktuell best zu spielende Call of Duty, was wir haben tatsächlich. Und ich will euch das auch ganz ehrlich sagen, ich als Content Creator bin eigentlich ja darauf angewiesen, dass das neue Call of Duty gut wird, dass es Content bietet, dass es Möglichkeiten bietet, Content zu machen und. Und seit 4 Wochen, ist kein Witz, habe ich Cold War oder Warzone nicht mehr angefasst. Ich kann es einfach nicht mehr. Es tut mir leid, Leute, und ich weiß, dass nicht viele von euch an Cold War aktuell überhaupt Interesse haben. Und ich kann es auch nicht mehr. Und ich will darüber heute reden, warum es einfach nicht geht und warum Black Ops 4 so ein eigentlich gutes Game ist. Es hatte natürlich ein paar Probleme, das Monetarisierungssystem war schlecht. Es gab auch schlechte Sachen daran, aber insgesamt habe ich ja Black Ops 4 über ein Jahr durchgängig gezockt, habe Content darüber gemacht. Jetzt durch PS Plus ist es auch noch umsonst. Das heißt, super, super viele Timmys und Tommys und Svens und Kevins spielen das. Und es macht einfach Spaß und es ist das letzte gute Call of Duty ohne Skill-Based Matchmaking. Und man merkt es in jeder Runde. Während ich in Cold War einen durchgängigen Ping von 70 bis 150 habe durch dieses gottverdammte Matchmaking, weil ich mit irgendeinem, der auch eine 1,5er KD hat, in Afrika verbunden werde und einem irgendwo in Südfrankreich und dann einem anderen in Nordamerika und dann dem fünften in Australien und auf Servern spiele, die den Namen Server überhaupt gar nicht verdient haben, ist es in Black Ops 4 so, dass der schlechteste Ping, den ich bisher in einer Runde hatte, bei 80 lag, und das war in einer Runde, wo Araber waren es, glaube ich, vom Namen her, die schreiben sich immer komisch drinne waren, und das war schon immer so, wenn Araber irgendwie den Host-Server bekommen, dann hat man da keine Chance, aber sonst, der normale Ping in Black Ops 4 liegt so bei 20 bis 30, durchgängig, und man merkt es einfach. Und es ist ein Game, was unglaublich viel Spaß macht. Es ist farbenfroh, es gab im Vergleich zu Cold War unglaublich viele Maps, die nicht remastered sind, sondern einfach neu dazukommen. Ob das jetzt irgendwie Hacienda ist, ob das Frequency ist, ob... Es ist völlig egal, welche Maps man nimmt. Insgesamt muss man es ganz ehrlich sagen, dieses Call of Duty war und ist deutlich besser als Cold War. In Cold War, Leute, kann ich unter einer Voraussetzung Spaß haben. Und zwar, wenn ich mit einem Neffen-Account abends privat ein bisschen zock. Ich würde es niemals im Stream machen. Ich habe mittlerweile einen Neffen-Account, der ist Level 2. Da habe ich jetzt zweimal abends drauf gespielt und habe auch keinen Bock mehr gehabt, weil es einfach so dumm ist. Es ist echt so hart dumm. Ich kann jeden Content-Creator mittlerweile verstehen, der sagt, ich spiele nur noch mit Neffen-Accounts. Es ist mega. Und da geht es auch gar nicht darum, Leute, dass man irgendwelche Anfänger zerstört, sondern für mich, Skill-Based Matchmaking ist mittlerweile das allergrößte Problem. Jede Runde ist dasselbe. Jede Runde ein 80er Ping, jede Runde spiele ich gegen Tryhard Scuff, V3 Raptor X.9 Scuff, Race for My Magens Scuff mit ihrer LC10, immer das gleiche, jede Runde. 6 gegen 6, die gleichen Waffen, die gleichen Maps, durchgängig. Leute, das macht keinen Spaß. Das macht weder als normaler Spieler Spaß, noch macht das als Content Creator Spaß. Überhaupt gar keine Lust mehr. Und jetzt kam die neue Season. Die neue Season war mit dem, was an Content dazu kam. Also BO2 Remastered Maps und 2 Waffen. Das war der Content. War irgendwie auch nach 1,5 Tagen ausgelutscht. Ich habe, glaube ich, die Season, das Update, das Mid-Season-Update jetzt auch, das habe ich mittlerweile runtergeladen, weil meine PlayStation das automatisch gemacht hat. Und ich habe seit dem 2. Tag der 4. Season Cold War nicht ein einziges Mal gestartet. Und ich habe es ehrlich gesagt auch nicht vor. Ich habe so viel Spaß mit Black Ops 4 aktuell und so viel Spaß damit, Infos, kleine Krümel zu sammeln für Battlefield 42, für SM Square, was auf einem guten Weg ist. Far Cry 6 wird dieses Jahr rauskommen. GTA 6 wurde jetzt gesagt, kommt 2024. Das ist ein bisschen traurig, das dauert echt lange. Stalker 2, das erste Stalker, Call of Pripyat, kennen vielleicht eine von euch. Oder Shadow of Chernobyl. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Aber Stalker auf jeden Fall. Es sind Games, die für den PC kommen. Es sind Games, die für die Konsole kommen. Da kommen super viele Sachen. Und
auch weil viele mich fragen, Leute, ich spiele seit 3 Wochen, 4 Wochen durchgängig Black Ops 4 im Stream. Die Zahlen sind unglaublich gut. Der Spaß ist einfach da bei der ganzen Community. Jetzt aktuell sitze ich dran, dass ich für Abonnenten Nuklears auf ihrem Account erspiele und Dark Matter für die erspiele und. Wenn ihr sowas sehen wollt, auf dem Zweitkanal von mir, ShappyTV, cooler Name, ich weiß, könnt ihr das gucken, das ist unten in der Videobeschreibung, ziemlich entspannt eigentlich. Es ist einfach, Black Ops 4 ist Liebe und das Monetarisierungssystem damals, das war schlecht. Man konnte im Prinzip Waffen nur durch Glück aus Kisten holen oder sich so viele kaufen, bis man sie hatte. Mittlerweile kann man ganz normal mit normaler Spielzeit Koffer erspielen und die Koffer kann man direkt in die Waffen investieren, die man unbedingt haben möchte. MK2-Varianten, Digga, was ist mit meinem Haaren hier los? Warum ist das so? Ja, besser ist auch nicht, scheiß drauf. Ihr könnt euch MK2-Varianten nehmen, ihr könnt euch DLC-Waffen nehmen, ihr könnt euch alles kaufen ohne echtes Geld. Das haben sie leider erst gemacht, nachdem Black Ops 4 sozusagen nicht mehr das aktive COD war. Aber trotzdem, ihr könnt super entspannt spielen. Ich habe jetzt nicht unbedingt vor, super viele Tipps und Tricks-Videos zu Black Ops 4 zu machen und all diese Sachen, weil davon gibt es, glaube ich, 80 Stück auf meinem Kanal. Es gibt eine Black Ops 4 Playlist, da könnt ihr reingucken, wenn ihr irgendwas wollt. Die Tipps von damals zählen auch noch von heute. Wenn ihr aber sonst irgendwas irgendwie wissen wollt, irgendwelche Tipps, irgendwelche Tricks, wenn ihr zusammen mit der Community spielen wollt, einfach auf den Twitch raufkommen. Heute Abend zum Beispiel ist auch wieder ein ganz normaler Stream. Wir werden auch ein Black Ops 4 oder Blackout 4 Turnier heute machen. Das heißt, jeder kann einzeln einfach mitspielen, keine Anmeldegebühr, kein gar nichts. Call of Duty ohne SBMM fühlt sich nach 4 und 5 Jahren einfach immer noch geiler an als ein neues Call of Duty mit SBMM. Cold War ist für mich absolut aktuell gestorben. Ich sehe mich aktuell auch nicht, das wieder zu spielen. Warzone ist für mich unspielbar geworden. Es hat bei Twitch 130.000 Zuschauer. Von diesen 130.000 Zuschauern verteilen sich aber fast 115.000 auf die größten 10 Streamer. Der Rest verteilt sich so einzeln. Jede zweite Runde hat man mittlerweile mit irgendwelchen Hackern zu tun. Der Ping in Warzone ist eine absolute Frechheit. Die Map ist immer noch das gleiche. Ich weiß, das ist jetzt viel Gemecker an den aktuellen Sachen, aber ich will ehrlich sein, Leute, es ist einfach nicht gut. Und ich bin auch nicht mehr bereit, diese neuen CODs blind zu unterstützen. Und als Content Creator muss man sich dann irgendwann die Frage stellen, tue ich einfach so, als würde es mir gefallen und mache Content darüber? Oder tue ich genau das, worauf ich Lust habe und ich habe das getan, worauf ich Lust habe und sehe, dass der Support, die Aufrufe, die Zuschauer einfach unglaublich gestiegen sind, weil natürlich jeder merkt, dass der da sitzt, einfach in seinem Element ist und viel mehr Bock hat. An der Stelle will ich auch einmal 13 Sekunden ganz schnell Werbung machen. Mein Partner Loot hat die allererste 3 für 2 Aktion. Das heißt, ihr wählt euch im Shop ganz normal 3 Sachen aus. Zum Beispiel Invincible Iced Tea. Nehmt euch den Ultra Instinct dazu und sagt euch, oh, den Raspberry hätte ich auch gerne. 3 für 2 aktuell. Das bedeutet, ihr wählt euch im Shop einfach nur aus, welche 3 Sorten ihr haben wollt und zahlt nur 2. Mega, mega Angebot. Gilt nur für eine Woche. Das heißt, auf jeden Fall zuschlagen. Und weil euch das höchstwahrscheinlich triggert, habe ich jetzt diesen Cube hier einfach falsch rum darauf gestellt und werde den bis zum Ende des Videos genauso da lassen. Wenn es euch stört, könnt ihr euch an den offiziellen Verbraucherschutz und an die Beschwerdestelle wenden. Dort werdet ihr bestimmt Hilfe bekommen. Wie lange man Black Ops 4 mit den ganzen Anfängerspielern und den ganzen Spielern, die jetzt neu dazugekommen sind, irgendwie noch spielen kann, weiß ich nicht. Schade ist halt, dass es kein Crossplay ist. Auf der anderen Seite ist es wieder angenehm. Dadurch hat man auf der PS4, auf der PS5 in Blackout keine Hacker. Das ist ja in Warzone mittlerweile das größte Problem eigentlich. Und Activision und die Spieleentwickler und entweder haben sie kein Interesse, die Hacker zu bannen, entweder sind sie inkompetent und können das einfach nicht, oder sie wollen einfach kein Geld dafür ausgeben. Es gibt für mich aber keinen Grund, dass ein Unternehmen wie Activision mit, ich weiß nicht, was die im Jahr mittlerweile verdienen, 100 Milliarden Umsatz oder sonst was, nicht in der Lage sind, ein funktionierendes Anti-Cheat-System herzustellen. Traurig ist das und es zeigt einfach, dass das Interesse an der Community nicht vorhanden ist. Und deshalb sage ich euch ganz ehrlich, Call of Duty ohne SBMM, jeden Tag, zu jeder Zeit, da habt ihr mich, aber ein Call of Duty mit SBMM ist für
Für große Content-Creator-Schmutz, für kleine Content-Creator-Schmutz, für normale Spieler ist es Schmutz. Es werden im Prinzip nur die Leute beschützt, die einmal die Woche Norbert 58 von der Arbeit kommen. Und das ist nicht despektierlich gemeint. Einfach nur eine Stunde TDM spielen wollen, die haben dann ihre geschützten Brackets, das ist auch alles in Ordnung. Die geben aber am meisten Geld am Ende aus, weil es so eine Masse ist. Wir haben ewig drüber gesprochen, Leute, das Thema wird sich so schnell nicht ändern, das wisst ihr auch, aber ich wollte es einfach nur nochmal gesagt haben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst mich gerne wissen, was haltet ihr von SBMM? Seid ihr Fans davon? Mögt ihr es? Echt? Mögt ihr? Selbst schuld. Ich bin raus, Leute, habt viel Spaß, haut rein!